Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe vom ganz regulären Tegel-Stammtisch. Ich hatte in München vor einiger Zeit ja echt eine Menge zu tun. Da war das Comic-Festival und ich habe dort diverse Interviews geführt, eine ganze Menge Comic-Stammtische aufgezeichnet und hatte eben auch das Glück, eine Handvoll Künstlergespräche zu führen. Die habe ich natürlich alle aufgezeichnet und werde euch jetzt im Laufe der nächsten Tage diese vermehrt hier in den Feed packen, sodass ihr euch die alle noch nachträglich anhören könnt. Aktuell ist einfach wahnsinnig viel zu tun mit den regulären Filmkritiken, so dass ich gerade mal dazu komme, ungefähr eine Ausgabe hier im regulären Feed mit ja letztlich eben auch Comic-Inhalten für euch bereitzustellen. Aber hey, das ein oder andere kann ich vielleicht noch dazwischen quetschen und möchte euch deshalb jetzt hier das Künstlergespräch präsentieren, das ich geführt habe mit den Jungs von der Comic-Reihe Gung Ho. Gung Ho ist eine Reihe, die in Deutschland bei Crosscult Comics erscheint und von Benjamin von Eckartsberg und Thomas von Kumant eben quasi produziert wird, erstellt wird. Das sind Illustrator und Autor hinter diesem Projekt, die da gemeinsam dran arbeiten. Und ich hatte die beiden Jungs circa eine Stunde, nicht ganz, ja eben im Gespräch auf der Bühne und habe die Jungs ein bisschen ausgequetscht zu allem, was es zu dieser Serie zu wissen gibt. Aktuell erscheint nämlich der vierte Band bei Crosscult und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man mit Crosscult in Kontakt steht, insbesondere mit den PR-Leuten von denen, dann werden die Jungs von Gung Ho immer so ein bisschen ja ins Gespräch gebracht. Ach, willst du nicht mal gucken hier und so. Na und letztlich ist es einfach auch mal eine Serie, die sie hier produzieren, die wirklich, wirklich gut ist, kommt aus deutschen Landen und kann sich international auf jeden Fall sehen lassen und eben auch mit anderen Größen messen, ist ein apokalyptisches Endzeit-Szenario und was genau euch da erwartet, hört ihr jetzt in dem Gespräch, das ich aufgezeichnet habe. Natürlich habe ich zu spät auf den Aufnahme-Button geklickt, deswegen habe ich hier schon so ein bisschen Einführung vorweggenommen, die sonst auf der Bühne zu hören war. Nun also viel Spaß bei diesem Künstlergespräch. Ich freue mich auf euer Feedback. Das könnt ihr hinterlassen auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder beim YouTube-Upload. Da gibt es jeweils nämlich eine Kommentarfunktion. Ballert da mal in die Kommis, wie euch eben diese Gespräche gefallen, ob ihr das vermehrt wollt. Jetzt ist hier gerade in Frankfurt die Buchmesse. Die ist comicmäßig total mau, aber es sind eine Handvoll Comic-Veranstaltungen parallel dazu und unter Umständen kann ich da die ein oder andere freie Minute finden und da mal eben auch Interviews führen. Ich mache das persönlich nämlich sehr gerne und möchte euch das einfach irgendwie auch zur Verfügung stellen. Ebenso freue ich mich, wenn ihr uns mal bewertet. Das könnt ihr tun bei zum Beispiel Apple Podcast, bei Google, bei Facebook, bei Twitch, bei podcast.de und bei vielen weiteren Seiten, die es so gibt. Kann man überall eben den Podcast Telestammtisch, der Hobby-Podcast, bewerten. Macht das bitte. Das tut dem Telestammtisch sehr gut und erhöht dessen Reichweite. Jo, jetzt lasst es mal krachen und viel Spaß bei dem Gespräch. Bis dann. Ciao. Hi. Guten Tag. War das so ungefähr so bestimmt, dass da gerade so ein dritter Band von eurer Reihe dann erschienen ist? Ja, das ist völlig korrekt. Genau, der ist im Februar ist der schon in Frankreich rausgekommen und jetzt zum Comicfest bei Crosscult erschienen, der vierte Band. Hier, genau, die deutsche Veröffentlichung ist es ja auch, die ich vorhin irgendwo gesehen habe. Wir haben die zufällig hier, den vierten Band, damit wir den mal hinstellen können und man auch weiß, wovon wir reden. Das ist jetzt die Luxusausgabe mit dem Bonus-Part. Sehr schön. Auf Formatinhalte und besondere Editionen kommen wir selbstverständlich zu sprechen. Oder wollt ihr mal reingucken? Wollen Sie lieber mal schauen? Ich kann es erstmal stehen lassen. Genau. Die deutsche Version von dieser Reihe erscheint bei Crosscult und mal so als Presse gesprochen. Das finde ich besonders geil. Wenn man Kontakt hat mit den Presseleuten von Crosscult, dann werdet ihr immer wieder ins Gespräch gebracht. Die sind immer wieder bemüht, euch irgendwie auch bei Interviews oder bei Panels irgendwie unterzubringen. Ich glaube, die lieben euch ein bisschen, kann das sein? Ja, du musst jetzt die Leute von Crosscult fragen, ja. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass wir da ganz gut aufgenommen worden sind. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir waren auch die ersten Deutschen, die da verlegt worden sind, denke ich. Danach kamen dann noch mehr, dann wieder Sascha Wüstefeld mit seinem Comic Up und jetzt auch noch mehrere Comics. Die Band ist auch genau dabei. Genau. Ja. Ja, das ist natürlich auch der Job vom Verlag. Ne? Also, das ist immer ganz gut, also, dass er eigentlich alle ihre Künstler hoffentlich so behandeln. Ja. Ich werde nämlich besonders positiv hervorgehoben, weil die Jungs von Gung Ho, also ich glaube, das ist einfach eine tolle Chemie. Vielleicht könnt ihr vorher auch auf euch im Detail auch mal zu sprechen kommen, wenn ihr überhaupt seid. Eine gewisse Vorstellung müssen wir natürlich machen. Würde mich aber auch schon nochmal interessieren, wie es überhaupt zur Zusammenarbeit mit Crosscult kam. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wer hat da wen angesprochen? Der erste Band von Gung Ho ist in Angoulême rausgekommen. Das war das 2011 oder? 13.
13 Uhr. Okay. Ich arbeite schon so lange daran. Verschwimmt alles so ein bisschen. Genau, 2013 und da gab es eine super Resonanz, auch vom deutschen Verlegern. Und genau, und am Schluss haben wir uns dann für CrossCult entschieden. Also der Andreas Lerntaler, der CrossCult macht, der hat, glaube ich, auf dem Blog von Tobi die ersten Bilder gesehen. Wir hatten noch gar keine Fühler ausgestreckt nach Deutschland, weil wir den ja für den französischen Markt gemacht haben. Und er hat sich dann immer wieder gemeldet und hat sich dann Interesse gefunden. Da gab es noch andere Verlage, die Karlsruher Japan, die es auch machen wollten. Und letztendlich war es dann eine Verhandlungssache. Da haben wir uns dann für CrossCult entschieden. Und es sind auch sehr schöne Bücher geworden bei denen. Ohne Frage, sehr hochwertig verarbeitet, aber wie gesagt, die Formatfrage, wenn wir nachher dann nochmal in Ruhe ansprechen, wo mich das schon noch ein bisschen interessiert, warum gerade so in der Form und so, das wäre ganz spannend. Aber wir sollten vielleicht erstmal ein bisschen, bevor wir uns auch um die Serie kümmern, um die Inhalte kümmern, möchte ich gerne euch erstmal ein bisschen vorstellen. Ihr seid schon eine ganze Weile unterwegs, wenn man sich auf der Kurzbiografie auf der Seite von CrossCult zum Beispiel mal anschaut, was ihr alles gemacht habt und wo ihr euch kennengelernt habt, dann ist da doch eine ganze, da schon einfach lange dabei quasi. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, wie ihr so reingerutscht seid in die Comic-Szene. Also wir zwei haben uns kennengelernt, jetzt muss man nochmal mit dem Jahr aus 96. 96 bei Münchner Comic Fest in Gastein. Okay. Genau, da habe ich damals für den Katalog Comic-Seiten gezeichnet. Mit einem Charakter, der hieß Festo. Und der Benjamin, der hat damals das Plakat gestaltet und hat wesentlich mehr Geld bekommen als ich für diese aufwendigen Comic-Seiten. Und damals habe ich dann versucht, ihm noch irgendwie so den Job wegzuschnappen. Den habe ich aber nicht bekommen, aber irgendwie haben wir uns darüber haben wir uns kennengelernt und später nur noch mal im Comicladen getroffen und uns eigentlich gleich ganz gut verstanden. Und dann kam im nächsten Jahr, war dann wieder Erlangen und da war dann der Comic-Workshop von Paul Deruyer. Und da haben wir uns entschlossen, dass wir da gemeinsam hingehen und so hat sich das gut vertieft. Und der Benjamin war damals schon in dem Atelier Die Artillerie, das ist so eine Ateliergemeinschaft. Und die haben sich dann vergrößert und haben sie mich gefragt, ob ich mit dazugehe. Genau. Und so saßen wir dann über Jahre hinweg Rücken an Rücken quasi im gleichen Raum. Und ja. Das war ganz nett, weil es gibt halt einen Comicladen in München, die Comic Company, wo halt jeder, der sich für Comics interessiert oder zeichnet, oft hingeht und dann trifft man sich auch öfter und so. Und über diesen Kontakt hat der Tommy dann den Auftrag bekommen, ein Goethe-Band zu zeichnen, weil Goethe 200. Geburtstag gefeiert wurde. Und da wollten die halt einen zweiten Teil einer Biografie vom Tommy zeichnen lassen. Und es war genau der Zeitpunkt, als wir gemeinsam in dieses neue Atelier gezogen sind, im gleichen Zimmer saßen. Und er hatte nur 4 Monate Zeit für 44 Seiten oder so und hat mich dann gefragt, ob ich bei der Kolorierung helfen will. Das war dann unser erstes Comic-Projekt gleich, als wir diese neuen Räume bezogen haben. Und da ging es eigentlich los, dass wir halt zusammen gearbeitet haben an einem Projekt. Und damals lief noch nicht alles so ganz fluffy wie jetzt heutzutage. Wir haben uns da schon ein bisschen annähern müssen. Am Anfang waren mehr Diskussionen nötig. Und, aber über die ganzen Projekte. Nach dem Goethe-Comic ist der EHAPA-Verlag damals auch, hat fusioniert mit dem Egmont-Verlag. Das heißt, die haben auch ganz viele Buchtitel bekommen. Und der damalige Chefredakteur Michael Walz, mit dem habe ich ganz gut in Kontakt gehabt, mit dem habe ich auch dieses Goethe-Comic gemacht. Und den habe ich dann mal angesprochen und gefragt, warum sie nicht Zeichner mit Romanautoren zum Beispiel auch zusammenbringen, weil Zeichner ist nicht gleich ein guter Geschichtenschreiber. Und dann kamen die dann nach dem Comic ein Jahr später oder 2 Jahre später auf mich zu und haben dann gefragt, ob ich die Chronik der Unsterblichen von Wolfgang Holbein zeichnen möchte. Und damals gab es erst 3 Bücher aus dieser Reihe, ich glaube mittlerweile, weiß nicht, gibt es 15 oder ich weiß es, ich habe irgendwie den Überblick verloren. Ich habe mich so reingelesen und habe sofort Bilder vor Augen gehabt und fand das irgendwie eine ganz spannende Welt. Und dann haben wir das Projekt angefangen. Damals war es noch irgendwie der Gedanke, dass der Wolfgang Holbein selbst dieses Skript für den Comic, für die Adaption schreibt. Und der war auch bei uns im Atelier, hat sich so die Sachen angeschaut und so. Wir haben uns auch gut verstanden. Und dann haben wir eben gewartet auf das Comic-Skript. Ich habe schon immer so die Charaktere entwickelt und so gezeichnet.
Und es kam nichts und kam nichts. Und der Benjamin, der schreibt selbst auch, oder hat auch schon früher Geschichten geschrieben. Ich glaube, das ist bei Comic-Cards oder Comic-Strich damals angefangen, oder? Nee, gar nicht. Ich habe eigentlich nur für mich das Schreiben interessiert und wollte selber auch einen Comic zeichnen und habe dafür eine Geschichte geschrieben für mich selber. Die hat der Tommy mal gelesen gehabt. Habe ich nie umgesetzt, aber insofern war ich für den Tommy auch als potenzieller Autor im Kopf. Und dann hat er mich gefragt, ob in die Harper Verlag auch so okay ist, wenn ich das Skript schreibe für die Generation. Und ich habe mir gedacht, das ist die Geschichte von irgendjemand anders, man träumt von seinen eigenen Geschichten und so. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich super, um zu üben. Und das hat mir dann auch total Spaß gemacht und hat dann gut funktioniert. Und so haben wir dann die Chroniken 1 gemacht. Das ist also der Beginn eurer, sag ich mal, professionellen Beziehung zueinander. Hat sich inzwischen vielleicht auch eine private Beziehung zueinander entwickelt? Ja, die hatten wir ja vorher schon. Also das war eine Freundschaft, die quasi fast zeitgleich hat sich das entwickelt. Weil das ist schon in der Comic-Szene so, damals war es auch, es gibt ja nicht so viele von uns in einer Stadt wie München. Und man sucht sich ja einander so ein bisschen bei Stammtischen oder in einem Comicladen und so. Und wenn man jemand anders kennenlernt, der da eigentlich eine ähnliche, auf einer ähnlichen Welle schwimmt, dann ist es ja super und dann tauscht man sich sowieso aus. Und insofern war das eigentlich sehr folgerichtig, dass wir uns da gefunden haben. Das macht auch total Spaß, wenn man nicht alles alleine macht. Ich finde es fast befriedigender, wenn man zusammen an was arbeitet, wo jeder noch, also zwei Hirne können mehr als eins, und wenn es so gut zusammenpasst und nicht frustrierend ist, der Austausch, dann ist es wunderschön. Dann ist es was man wirklich beibehalten sollte. Also habt ihr schon mal zusammen gegrillt und ein Bierchen getrunken, das ist schon mal passiert? Durchaus, ja. Ja, dann gab es irgendwann eben den Moment, wo ihr euch, wie ich das richtig verstanden habe, entschieden habt, Gang Home zu machen. Der Initialstart für die Serie ging von euch aus, ja? Da sind wir euch zugekommen. Ja, also das war so, weil du gerade gesagt hast, da fing die professionelle Zusammenarbeit an. Das war damals noch so semi-professionell. Das war halt eben für den deutschen Verlag Ehapa gemacht. Und da konnte man nicht wirklich von leben. Also das heißt, von dem ersten Band, ich glaube, ich habe da irgendwie 1,5 bis 2 Jahre dran gearbeitet. Habe auch irgendwie ein paar Mal von vorne angefangen, weil mir das nicht gefallen hat, was ich gemacht habe. Und die Bezahlung hat aber gerade in München, wenn man eine Familie hat und hier wohnt, halt für 2-3 Monate gereicht. Das heißt, es war so alles so nebenher ist das entstanden. Dann auch eben der erste Band ist dann ganz gut eingeschlagen. Auch hat sich dann auf der Frankfurter Buchmesse, sind dann französische Verlage auf den aufmerksam geworden. Und da gab es auch diverse Angebote von verschiedenen Verlagen. Und wir bekamen dann eine Anfrage eben von so einem kleinen französischen Verleger, Paquet. Und das war per E-Mail und war irgendwie, damals kannte man diese Google-Übersetzungen noch nicht so gut. Und das war wohl offensichtlich mit Google übersetzt. Und hatte dadurch irgendwie so einen ganz netten Charme irgendwie entwickelt. Und das, wie war nochmal die Phrasen, du weißt es noch? Es war eine Herzhieb für uns, dieses Comic zu entdecken. Ja, genau. Wunderschön. Ja. Und irgendwie, das war so sympathisch und haben uns eben für die entschieden. Und sind dann auch, ich bin dann auch ganz viel rumgereist in Frankreich, habe viele Signiertouren gemacht und das war richtig erfolgreich in Frankreich. Und ich war dann dran, den zweiten Band zu machen, aber eben noch immer für den Ehapa Verlag. Und die konnten halt zwar schon ein bisschen mehr zahlen, aber auch nicht so, dass es für mich gelangt hätte. Und dann habe ich es auch wieder so nebenher quasi gezeichnet. Und dadurch ist dieser Erscheinungstermin immer weiter nach hinten gerückt und so. Und die französischen Leser haben immer nachgefragt, was ist denn da los? Und das ging dann so weit, bis der französische Verlag gesagt hat, okay, er produziert, er zahlt uns für die Zeit, in der ich an dem Comic arbeite. Und dann ging es relativ flugs, dann war der zweite Band draußen. Und wir hatten dann einiges Interesse auch von Spielefirmen oder Filmfirmen, die gefragt hat, wie es denn wäre, wenn wir daraus ein Spiel machen oder einen anderen Film machen. Und wir mussten halt immer sagen, ja, könnt ihr gerne machen, dann müsst ihr zum Herrn Holbein gehen und den fragen und dem euer Geld geben. Ne? So, also das war so ein bisschen für uns eigentlich dann ganz schnell klar, okay, wir müssen jetzt mal unsere eigene Geschichte machen, damit wir da vielleicht auch ein bisschen tiefer reingehen können in die Verwertungskette. Von wem kam denn dann die initiale Idee? Hat irgendwer, der eine dem anderen, die Idee gepitcht? Ja, das war meine Idee und ich habe das halt dem Tommy erzählt, aber da hatte ich nur eine grobe Idee von der Welt und der Grundkonstellation, dass es da eben so auf
gibt mit Teenagern und dass es ein Teenager-Drama ist, aber mit so überzeichneten postapokalyptischen Elementen. Und das hat mir Tommy gut gefallen, da hat er gerade noch an den Chroniken gearbeitet. Ja, wir waren auf Signiertour nach Amiens und das hat mir im Flieger erzählt, irgendwie so nebenher. Und ich, du hattest da schon eine Anfangsszene mit so einem Jugendlichen, der irgendwie morgens aufsteht und es könnte hier sein, also bei uns, ja, und man merkt, okay, der muss irgendwie zu einer Prüfung. Heute findet eine Prüfung in der Schule statt und Frühstück wird gemacht, alle sind aufgeregt, die ganze Familie, und wünschen ihm viel Glück so für die Prüfung. Und das könnte hier sein, ja. Und dann geht der halt raus und man sieht schon im Hintergrund so die Häuserdächer, da ist irgendwas komisch, da sind so Aufbauten drauf, die Leute laufen mit Gewehren rum und so. Und er kommt dann an die Schule und die Prüfung wäre eben gewesen in so einer Arena, so unter kontrollierten Verhältnissen, dass man eben so einen von diesen Reißern erlegt, so als Anfangssequenz. So eine Art Führerschein, dass man dann auch raus in die Gefahrenzone kommt. Okay. Das ist jetzt zwar ein Comic nicht mehr so, diese Szene gibt es ja nicht, aber das war so der Anfang, so diese, was dem Comic gut gefallen hatte. Und dann haben wir uns halt überlegt, ob wir vielleicht das nächste machen wollen. Das hat aber noch 6 Jahre gedauert, bis dann, oder weiß nicht, ein paar Jahre zumindest. Und als Chroniken 2 fertig war, hat uns der Schweizer Verleger Paket gefragt, ob wir zusammen was Neues machen wollen. Und dann haben wir das gepitcht. Aber ich hatte noch gar keine Story, ich hatte nur diese Idee und ein paar Sachen im Kopf. Und das Schöne war, dass der uns dann eben so vertraut hat, dass er gesagt hat, okay, wir machen das. Vorschuss. Und dann gab es einen Vorschuss und dann konnte ich in Ruhe die Geschichte schreiben von allen 5 Bänden, von denen jetzt dann 4 ungefähr 8 Jahre später fertig sind. Okay, und dann, das ist super cool. Dann gab es auch eine sehr gute Resonanz und es erschien zuerst in Frankreich. Ja. Und mit wie viel Verzug ist es dann nach Deutschland gekommen? Also das war irgendwie so, wir hatten es geplant eben, dass wir das in 5, die ganze Geschichte in 5 Teile erzählen und jeder Teil hat 80 Seiten. Und diese 80 Seiten sind halt nicht so schnell gemacht wie 40 Seiten. Deswegen hat der französische Verleger dann sich dazu entschieden, nochmal so eine Deluxe-Version zu machen, wo er dann quasi den ersten Teil nochmal in 2 Teile aufsplittet und jeweils mit Bonusmaterial versieht. Das ist dann so eine Sammleredition geworden, die auch im Überformat in Frankreich rauskommt. Und diese Version war dann eben in Angoulême als erstes dann zum Verkauf gestanden und daraufhin haben wir dann schon mit deutschen Verlagen den Kontakt bekommen. Das heißt, ich glaube, der erste Band kam relativ schnell eigentlich, oder ein halbes Jahr nach dem? Wir kamen 14 raus, also ein Jahr später eigentlich. Ah, so. Ja. Und weil wir da schon ein bisschen vorproduziert hatten. Und dann ging es weiter, der zweite Band hat dann auch noch ein Jahr gedauert, aber jetzt mittlerweile ist es dann eben auch 2 Jahre im Ketten, weil die aufgeholt haben und es dauert eben noch so lange. Und hat ja wirklich auch gute Resonanz gekriegt, also in meiner kleinen Filterblase, die aus Podcastern, Bloggern und Leuten aus dem Internet besteht, ist die Resonanz sehr gut gewesen. Ich habe auch die ein oder andere Rezension, zum Beispiel auch Spiegel Online habe ich noch in der Hand gehabt. Und was mich natürlich auch interessieren würde, ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dann bist du eher fürs Artwork zuständig und du eher für den Text, oder gibt es da auch noch Überschneidungen? Wie sieht das aus? Das ist eine ganz klare Arbeitstrennung eigentlich. Ich schreibe das Drehbuch sozusagen, da gebe ich auch dem Tommy nicht vor. Es gibt ja Autoren, die schreiben Seite 1, Panel 1, beschreiben das, legen schon fest, wie viele Panels auf einer Seite sind. Das mache ich nicht, sondern das ist eher einfach in Szenen aufgeteilt mit Dialogen und Beschreibung der Action. Und das hat Tommy, nimmt sich das dann vor und macht ein Storyboard raus. Das heißt, er löst erstmal in Bilder auf, noch gar nicht in Seiten, sondern einfach wirklich nur in Einzelbilder, wie beim Film. Und das besprechen wir dann, ob wir beide mit zufrieden sind. Und dann macht der Tommy daraus das Seitenlayout. Ja, also diese Vorgehensweise ist ein bisschen so, wie man es sich auch beim Film vorstellt. Also ich bekomme quasi so das Drehbuch und überlege mir dann, wie der Regisseur und der Kameramann und die Schauspieler so zusammen, wie man das in den Bildern erzählt. Ja, dann wird das Ganze quasi aufgenommen. Und wenn wir zwar das besprochen haben und es so in Ordnung ist, dann ist das Narrative, was da entschieden wird. Und danach mache ich aus diesem Storyboard dann eben so diese Ästhetik der Seiten und lege auch diesen Rhythmus der Panels fest, was man ein bisschen dann mit dem Schneideraum beim Film vergleichen könnte, ja? Wo ich halt irgendwie sage, okay, diese Einstellung ist jetzt kurz zu lesen, diese Einstellung ist lang zu lesen. Und Comic hat nochmal ein bisschen eigene Gesetzmäßigkeiten, da will man auch eine Doppelseite gestalten.
Und dann bei diesem Schritt kann ich mich nur auf das Ästhetische konzentrieren. Und am Ende muss ich es dann halt auch noch malen. Dieses cineastische Ansatz ist auch das, was in Rezensionen häufiger mal erwähnt wird, dass man das irgendwie erkennt. Und ich wäre nicht überrascht, wenn es da auch schon irgendwelche Angebote gab, in die Richtung zu gehen. Das klang jetzt so, als würdest du die Skripte umsetzen und ihr werdet natürlich im Detail die einzelnen Panels und Seiten auch besprechen. Die eigentliche Grobhandlung, wird die auch zusammenarbeitet? Hier ist es schon, also wir haben natürlich ausgetauscht und so, aber im Prinzip war das meine Arbeit. Und das Drehbuch war ja von Anfang an, bevor ich angefangen habe, fertig. Okay. Also da haben wir uns schon ausgetauscht. Benny Minzer hat es aber dann ganz selbstständig geschrieben und ich wusste von Anfang an genau, was passieren wird. Und gibt, also ich vermute, da steht auch in so einer Art, ich sag mal, Feedback-Schleife dann, also im Erstehungsprozess, dass ihr euch einen regen Austausch über die Seiten habt, über die Panels. Wie sieht es aus? Hast du dann quasi schon einmal das komplette Heft einmal gemacht und dann ist der Austausch oder seid ihr da eher so Step by Step, Page by Page im Austausch mit den eigentlichen Seiten? Nee, ich mache immer wirklich das Storyboard für ein gesamtes Buch. Hab dann irgendwie 30 Storyboard-Seiten, a 16 Bilder so ungefähr. Und dann besprechen wir das und bevor ich eben an diesen ästhetischen Part gehe, haben wir das besprochen und ausgetauscht. Benjamin hat ja auch oft für Film schon gearbeitet und auch an Storyboards gemacht und hat da auch schon eine klare Vorstellung von der Szene. Dann werfe ich es wieder über den Haufen mit meiner Auflösung und so und dann spricht man drüber und wenn er einen besseren Vorschlag hat, nehme ich den auch gerne mit auf. Genau. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall die Formatfrage reinschieben. Denn wir haben hier dieses wirklich wunderschön verarbeitete Album, das wir jetzt hier für alle vier Bände haben, in verschiedenen auch Varianten. Ist es denn von Anfang an auch als Album konzipiert gewesen? War das eure Absicht, auch diese Größe ungefähr zu haben? Ja, den französischen Markt erwähnt. Das war die eure Absicht? Ja, absolut. Das ist halt wie dieser belgisch-französische Comic. Also das war halt nie als US-Format geplant, weil es wäre auch ein bisschen kleiner, glaube ich, bei so vielen Details. Müssen wir das anders angehen. Ohne Frage. Ja, der Unterschied ist halt, Das französische Album hat normalerweise 48 Seiten und das ist schon ein bisschen Unterschied zu unserem, auch vielleicht auch ein bisschen Nachteil, weil es dann eben immer länger dauert. Also und deswegen haben wir dann diese Trennung im französischen Markt von jeweils der Hälfte. Darauf war es überhaupt nicht geschrieben. Wir schauen halt dann immer in der Mitte, okay, wo ist ungefähr ein Cliffhanger, wo können wir das irgendwie einbauen. Genau. Aber so wurde das entwickelt auf die 80 Seiten, dann hat uns der Verleger gesagt, okay, könnt ihr machen und so. Und ich glaube, wir bereuen es ein bisschen. Ja, weil im Prinzip kannst du für ein Album, was fast doppelt so dick ist, nicht doppelt so viel Geld nehmen. Und insofern ist es für den Verleger eigentlich ökonomisch eher schlecht. Okay. Aber wir fanden es schön, diese 80 Seiten zu haben pro Band, weil man da anders erzählen kann. Wenn du viele Figuren hast, die du aufbauen musst, hat man da einfach das Gefühl, nach 80 Seiten ist man dann schon. Es ist befriedigender, als wenn du 46 Seiten hast. Ja, wir erzählen auch nicht mit einem Erzähler, also wir haben keine Erzählerstimme, sondern die Kamera ist immer direkt an der Handlung dran und da die Charaktere zu entwickeln, da ist es schon schön, wenn man mehr Platz hat, 80 Seiten anstatt 40 oder 48 Seiten. Das beantwortet dann auch die Frage, weil auch den Cliffhanger jetzt angesprochen hat, ist für den quasi den Teil zwischen den Bänden. Ist nicht in Issues gedacht, nicht in Kapiteln gedacht, dass sie dann immer auf mehrere Seiten eine längere Zeit. Oder habt ihr in der internen Struktur schon klar diese fünf Punkte, die ihr setzt, um jeweils das Album abzuschließen? Also ich habe eigentlich die Geschichte komplett geschrieben als Ganzes, von so 200 Seiten Drehbuch oder so will. Und dann habe ich geguckt, auf wie viele Bände könnte man das eigentlich einteilen und bin dann so auf so 20 bis 25 Szenen pro Band gekommen und das hat sich so entwickelt. Ich fand es schwierig, während des Schreibens schon zu sagen, wie lang das wird. Also du musst ja erstmal gucken, wie entwickelt sich, dass es dann auch funktioniert und so. Und dann habe ich es eigentlich hinterher, also erst den Wurst gemacht und dann ein Häppchen geteilt. Ja, du hast die Szenen dann auf Kärtchen geschrieben und so umgestellt. Ja, da war ich schon fertig, das war halt hinterher. Dann lasst uns doch mal auf den Inhalt der Serie zu sprechen kommen. Wovon handelt die Serie eigentlich? Wir haben jetzt schon eine Vorstellung davon, wenn es Genres gehen könnte und auch kleine Hinweise für dir, wir werden dir nicht spoilern, also wenn die Inhalte von Band 4 jetzt nicht wesentlich vorwegnehmen. Außerdem wollt ihr es unbedingt, aber vielleicht könntest du uns ein bisschen erzählen, wovon handelt die Serie und vor allem welche Charaktere? Also es ist halt eigentlich, wie gesagt, ein Teenager, also ein bisschen ein Genre-Mix aus Teenager-Drama, Coming-of-Age. Aber eben nicht in unserer heutigen Welt, sondern in einer, sagen wir mal so 50 Jahre später ungefähr. Und die Welt ist halt von einer Spezies überrannt worden, die Reißer.
Und die sorgen dafür, dass das Überleben nur in befestigten Siedlungen oder Städten notwendig, also möglich ist. Die haben die ganzen Produktionsketten, die wir so heute haben, eigentlich zum Erliegen gebracht. Und die Figuren, um die es geht, sind in dieser Welt aufgewachsen. Also es geht nicht darum zu erzählen, wie das alles passiert ist, sondern das ist dann schon seit einigen Jahrzehnten so. Und diese Jugendlichen sind in dieser Siedlung umgeben von Gefahrenzone aufgewachsen. Und das war, fand ich, das Interessante daran, dass die Jugendlichen, die da leben, die müssen relativ früh lernen, wie man überlebt, wie man mit Waffen umgeht. Die dürfen die Siedlung eigentlich nicht verlassen, bis sie ein bestimmtes Alter und ein bestimmtes Trainingslevel erreicht haben. Und das passiert dann so in dieser Pubertätszeit. Und diese Siedlung, die Leute, die da leben, die müssen halt ständig gewisse Regeln befolgen, damit das Überleben auch nicht durch irgendwelche Schachmaten quasi gefährdet wird. Und ich fand das Interessante, dass eigentlich eben Teenager genau eigentlich diejenigen sind, die Regeln gerne brechen oder sich zumindest eine gewisse Zeit lang da schwer einfügen können. Und da ist halt Konfliktpotenzial, was ich ganz spannend fand, dass man einen Generationskonflikt hat und gleichzeitig auch diesen Druck von außen durch diese Gefahr, die da immer herrscht, die ganzen Konflikte eben auch überspitzter sind und wo es auch um Leben und Tod geht. Und auch wenn es mal romantisch oder Humor erzählt wird, immer vor dem Hintergrund, da kann man aus dem Busch springen. Ja, das fand ich einfach eine schöne Grundatmosphäre, dass immer so eine Gefahr dahinter ist. Und die Figuren, die da vorkommen, sind eigentlich Jugendliche, die eher für das Positive stehen, für die Erneuerung, was Jugend ja hat. Und ist ja ganz wichtig für die Menschheit, finde ich, weil die eben immer wieder neue Sachen bringen und nicht nur die alten Menschen quasi an ihrem Stiefel festhalten, sondern immer wieder gezwungen werden, dass der frischer Wind reinkommt. Aber es gibt eben auch ein sehr destruktives Potenzial. Erstmal zertrümmern, dann neu aufbauen oder auch einfach nicht ans Morgen denken, nur um sich selbst kreisen. Das sind ja auch so Phasen der Entwicklung eines Menschen, bevor er dann in eine verantwortlichere, reifere Haltung gelangt. Und da für diese verschiedenen Aspekte habe ich eben verschiedene Figuren, die eigentlich verkörpern. Und die Erwachsenen auch. Es gibt Erwachsene, die sind, haben Doppelmoral, leben die, was ja auch oft so ist, dass Erwachsene eigentlich Wein predigen, Wasser predigen und Wein trinken. Da habe ich eben auch bei den Erwachsenen verschiedene Lager, die für die verschiedenen Aspekte des Erwachsenenseins stehen. Und aus dieser Gemengelage plus den Mästchen, die wir immer versuchen einzubringen und so weiter, bestehen eigentlich die Geschichte. Also eine Geschichte mit verschiedensten Charakteren, du hattest von den Jugendlichen gesprochen, also quasi eine Gruppe Jugendlicher. Und da finde ich das richtig, dass es dann keinen Fokus auf eine einzelne Figur gibt, sondern eher auf mehrere Figuren. Innerhalb dieser Gruppe haben die den größeren, sag ich mal, Stellenwert innerhalb der Story, als diese Erwachsenen haben, oder sind es auch Protagonisten, Hauptprotagonisten? Also die Geschichte wird aus der Sicht der Teenager erzählt. Das ist unser Hauptfokus, aber die Erwachsenen kommen natürlich auch vor in diesen Konflikten. Aber ich habe es extra bewusst eigentlich den Blickwinkel auf die Geschichte, der besteht aus dem jugendlichen Blickwinkel. Das heißt, die machen sich über viele Sachen, mit denen die Erwachsenen sich rumschlagen müssen, um die ganze Versorgung am Laufen zu halten, so machen die sich keinen Kopf. Sondern sind mit ihrem eigenen Quatsch beschäftigt und geraten aber auch eben in Konflikte mit den Erwachsenen. Aber es ist keine Geschichte nur für Jugendliche. Also das war überhaupt nicht der Ansatz, dass wir sagen, wir machen jetzt was für 13-Jährige, sondern es ist eigentlich auch eine Geschichte genauso für Erwachsene. Jeder Erwachsene war ja auch mal in der Pubertät und kann sich da oft auch gut, glaube ich, an diese sehr intensive Zeit erinnern und hat dadurch auch, glaube ich, durchaus Anknüpfungspunkte, die Geschichte dann was für sich zu entdecken. Und, aber wie gesagt, der Blickwinkel ist mehr aus der jugendlichen Perspektive. Ja, das klingt nach einem spannenden Genre-Mix ja letztlich auch. Ich kann mir vorstellen, dass da auf jeden Fall Coming of Age mit drin steckt, dass es eben auch einen dystopischen Ansatz offensichtlich ja auch eben hat, dass das mit drin ist. Gibt es noch weitere Facetten, die uns vielleicht so ein bisschen allgemeiner zuschreiben, die auch noch mit drin sind? Ja, also mein Ansatz war auch der, dass ich mir gedacht habe, wenn man heute ein Jugendlicher ist, der sich nicht so einfügen kann, aus welchen Gründen auch immer, das ist ja auch nicht immer die Schuld, da gibt es ja oft eine Vorgeschichte und so weiter. Da gibt es doch eigentlich relativ viele Stufen, wo man aufgefangen wird. Da gibt es Jugendamt und so weiter. Und Eltern können sich Hilfe suchen. Und bevor man wirklich ganz unten landet, das passiert zwar auch, weil es auch natürlich Menschen gibt, die nicht in der Lage sind, diese Hilfe anzunehmen, aber die werden schon ganz schön aufgefangen, jetzt zumindest mal in Deutschland. Da gibt es natürlich auch andere Länder, wo das anders ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, aber wenn es jetzt ums Überleben geht, wenn die Ressourcen sehr knapp sind, wenn das Essen knapp ist, die Waffen sind knapp und es gibt ständig Stress und Gefahr, dann ist eine
so eine Mini-Gesellschaft wie dieses Dorf, um das es da geht, glaube ich, relativ schnell an den Punkt zu sagen, können wir uns einen aufsässigen Sozialschmarotzer, der keinen Bock hat, mitzumachen und immer nur Stress macht, können wir uns den leisten? Ja, was machen wir denn für jemanden? Und das fand ich halt auch ganz spannend, dass da einfach relativ schnell ist, relativ hart die Frage gestellt wird, ob du für die Gesellschaft, in der du lebst, einen Mehrwert hast oder nicht. Ja. Und das ist halt gut für Konflikte und Geschichten bestehen ja aus Konflikten. Das finde ich auch immer sehr spannend, also dystopischen Geschichten, gerade in Gemeinschaften, da gibt es ja noch andere Serien, also ich meine, ich werde häufiger mal Vergleiche gehört haben, vielleicht mit natürlich auch The Walking Dead, könnte ich mir vorstellen. Ist da eine gewisse Parallele, die ihr seht, oder eine Inspiration vorhanden? Also Walking, also die Idee zu sagen, hatte ich 2005, da war Walking Dead gerade in den ersten Heften, ich habe das aber auch, ich lese es immer noch, ich finde Walking Dead, ich mag das. Es ist aber keine Inspiration gewesen, das Zombie-Genre an sich schon, das gab es ja auch schon viel früher, denn der Hype kam jetzt ja erst nochmal, dass es so richtig salonfähig wurde, ist eine neuere Entwicklung, aber es hat natürlich einfach Genre-Gemeinsamkeiten. Es gibt zwar keine Zombies und wir gehen auch nicht in diese Gewalt- und Splatter-Richtung und wir haben einen anderen Fokus, aber es ist so, wie man Western macht, da gibt es einfach, es gibt viele Western, die ganz unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Charaktere haben, aber du hast halt Pferde, Cowboy, Hütte und Pistolen meistens dabei. Und so ist es da halt auch. Es gibt gewisse Parallelen, die einfach bis Genre definiert sind. Und vermutlich auch einen gewissen Actionanteil. Wie sieht der aus im Comic? In der Reihe? Also wir haben Action drin und die nimmt auch zu, aber es ist auch kein reiner Action-Comic, würde ich jetzt so nicht sagen. Wir haben meistens in jedem Band so ein bis zwei größere Action-Szenen. Aber worum es uns wirklich geht, sind eigentlich eher die Beziehungsdynamik zwischen den Figuren. Aber die Action ist natürlich wichtig, weil wir wollten Entertainment machen und kein Comic, der jetzt nur als Sozialstudie daherkommt oder so. Aber ich finde es. Ich mag das gerne, wenn solche Themen ernsthaft behandelt werden, aber im Gewand der Unterhaltung, dass es nicht zu sehr an der Oberfläche schwimmt, aber dass der Leser das spürt und auch Anregungen kriegt, aber dass nicht ihm alles so völlig ausklamüsert vor die Füße gelegt wird, sondern dass es mitschwingt, finde ich eigentlich ganz schön. Dass er nicht so aufdringlich. Also gibt es genug Sachen, wo auch Interpretationsspielräume da sind, wo man so ein bisschen mitfiebern kann mit der Charakterentwicklung und so weiter. Wie sieht es denn so ein bisschen aus mit dem Erzähltempo? Also da gibt es jetzt den Action-Teil, der gelegentlich mal reinkommt, aber ihr legt eben diesen Wert auch offensichtlich auf diese Charaktermomente. Das kann ich auch bestätigen aus den Rezensionen, die ich gelesen habe. Gibt es denn da so ein bisschen Varianz in dem Erzähltempo? Also auch, dass ihr mal ein bisschen mehr zurücknehmt und dann eher wieder mehr Fokus auf die Geschwindigkeit legt? Wie sieht das aus? Absolut, absolut. Und da richte ich mich jetzt halt eben von der Gestaltung, was ich vorhin erzählt habe. Dieser Rhythmik auf den Seiten halt einen Wert drauf, dass das so ein bisschen funktioniert wie ein Schnitt. Also kleinere Panels sind dann halt schnell zu lesen und größere Panels sind dann eher wie so eine Kamerafahrt und haben Zeit. Und in so Action-Sequenzen ist es dann teilweise schneller geschnitten oder man hat mal so ein Riesen-Panel, wo dann halt die Action so überdimensional groß auch rüberkommt. Wir müssen auf jeden Fall natürlich auch aufs Artwork zu sprechen kommen. Auf was? Aufs Artwork, also auf die Zeichnung zu sprechen. Ganz kurz noch einen Satz zu dem Thema mit dem Tempo. Ich mag das selber als Erzähler oder auch als Leser oder Zuschauer gerne, wenn Action aufgebaut wird. Das heißt, Actionfilme, die sagen, wir müssen alle 10 Minuten, muss explodieren und schon der Vorspann ist eigentlich krasser als früher das Finale eines Actionfilms war. Ich finde, das ist dann oft relativ schnell inhaltsleer und ich finde es immer wichtig, wenn man was aufbaut und dann wirkt die Action auch besser und man kann dann auch über die Action die Charaktere erzählen, was auch wichtig ist, dass innerhalb einer längeren Actionsequenz man trotzdem mit den Figuren mitgeht und nicht einfach nur Schießereien oder irgendwas am laufenden Band, wo es dann immer völlig egal ist, wer wen trifft und so weiter. Und insofern ist es, glaube ich, wenn man eine längere Geschichte hat, ganz wichtig, dass es nicht dauernd knallt, sondern dass es immer wieder diese Abwechslung von Ruhe und Tempo gibt. Ja, es sind teilweise eben auch in einer Action-Szene dann auch mal Blickkontakt von zwei Figuren drin oder so, wo man merkt, da passiert irgendwie was zwischen den Figuren und so. Also da legen wir schon großen Wert auf die Figuren selbst. Top, das ist natürlich auch Mimik dann bei euch. Das macht natürlich auch Sinn, wenn du dann ein Album in der Hand hast und auch eine gewisse Größe also insgesamt bieten kannst, wo man die natürlich eher erkennt als in meinetwegen im Manga-Format oder so, weil da ja auch gut zu erkennen sind. Aber gut, das war dahingestellt. Ja, zum Artwork. Zwei Sachen fallen sofort auf und werden auch immer positiv erwähnt, die sich letztlich auch mit der Frage des Gesamtdesigns, des optischen Gesamtdesigns beschäftigen. Das ist nämlich einmal der Umgang mit Licht in der Reihe und dann auch die Frage, wie koloriert ist und im Detail vielleicht teilweise, sage ich mal, gerade was die Figuren angeht, die Kleidung und so, eine gewisse, sage ich mal, flächige Kolorierung. Wie kam es dazu? Warum diese Designentscheidung? Was waren die Gedanken dazu? Also das mit dem Licht ist halt, die Geschichte spielt ja so aus dem Blickwinkel der Teenager und
glaube einfach, auch in Krisengebieten können Teenager so diese Düsterheit von Locations ausblenden. Wenn sie sich verliebt haben, dann ist es trotzdem da irgendwie schön, wenn die Sonne scheint und so. Und die können das alles ausblenden. So, von dem her spielt Licht und diese Farbigkeit und so eine große Rolle bei uns und ist eigentlich fast schon so ein eigener Charakter. Das ist auch stark inspiriert von alten Urlauben, die wir hatten, irgendwie in Italien oder Spanien oder Südfrankreich oder so. Man sollte sich in diesem Dorf, ja, das ist zwar umringt ist von einer Mauer, aber innen drin sollte man sich schon so ein bisschen aus dem Gefühl haben von so einem Feriencamp, wo Teenager halt dann eben auch romantische Szenen haben können. Oder auch draußen in der Gefahrensituation, einfach so von dem, wie es halt inszeniert ist mit Licht und wie du schon sagst, mit Farbe. Zu dem Stil an sich, das war so eine bewusste Entscheidung. Von mir sehe ich mich selbst mehr ein bisschen als Maler als Zeichner. Zeichne zwar auch sehr gern, aber wir wussten, es wird für Frankreich produziert. Und in Frankreich gibt es einfach so wahnsinnig tolle Zeichner, die mit der Linie umgehen, virtuos. Da habe ich für mich jetzt nicht die Chance gesehen, irgendwie rauszustechen aus diesem ganzen Pool, der da an Zeichnern herrscht. Und deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht ganz die Linie weglassen? Ist dann auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Du hattest es ja auch in Chronik 2 schon, eigentlich diese Entwicklung auch schon durchgemacht. Ja. Also, er war schon an dem Punkt eigentlich, wo er es schon gemacht hat. Genau, bei Chroniken 2 habe ich dann gemerkt, oh, wenn ich das jetzt alles so fein ausschattiere, wie jetzt bei den Hintergründen auch, dann wird es vielleicht ein bisschen schlecht lesbar, weil das ist ja das, was die Linie eigentlich macht. Die macht die ein Bild auf und macht das Ganze grafisch und gut lesbar. Und das habe ich dann eben versucht, über diese bisschen flächigere, kolorierten Charaktere zu erreichen, dass der Hintergrund im Grunde genommen schon sehr malerisch wirkt, obwohl er eigentlich auch grafisch angelegt ist, mehr wie so eine Collage, wo ich Silhouetten ausschneide und denen dann so Farbe auftupfe. Aber bei den Figuren das dann noch ein bisschen grafischer gestaltet, sodass man ein Bild sehr schnell lesen kann, wo ist welche Figur. Genau. Gab es im Laufe der inzwischen ja 4 Bände und ich vermute am 5. arbeitest du gerade, ja, genau. Auch Änderungen, meinetwegen auch im Detail an dem Stil, oder bist du da konsequent und konsistent geblieben? Ich versuche da konsequent dran zu bleiben. Sicherlich entwickle ich mich weiter als Künstler und ich übe auch jede Woche noch Aktzeichnen und gehe raus zum Zeichnen und mache da auch richtig mit Farbe auch noch, also ich entwickle mich schon weiter. Was man eventuell sehen kann, aber ich glaube, dass der Stil schon einigermaßen stringent durchgeht. Der Tommy hat auch einige Zeit darauf verwendet, den Stil dafür festzulegen. Es war auch eine Diskussion zwischen uns am Anfang, wie realistisch oder wie cartoony sind die Figuren. Und der Tommy ist schon jemand, der gerne abstrahiert. Und ich glaube, er hätte auch noch sehr gerne mehr abstrahiert. Also es gibt ja zum Beispiel Zeichentrickfilme, auch viele extremere Charaktere, wo dann der Oberkörper so ist und die Beine sind so lang, also wo die ganzen Körperproportionen viel übersteigerter sind. Und das hat er auch am Anfang, hat er Charakterentwürfe gemacht, die in diese Richtung gingen. Aber mein Einwand dagegen war dann, dass die Geschichte, also wenn du eine zu abstrakte Körperform wählst, die vor allem auch ein bisschen Richtung Animation geht, dann ist es auch ein bisschen gelernt, dass in Animationsfilmen die physikalischen Gesetze andere sind. Da können die Figuren oft höher springen, schneller laufen und so weiter. Also die ganze Schwerkraft ist nicht ganz so ausgeprägt wie in der realen Welt. Und die Geschichte ist aber schon so, der Ansatz ist der, es ist zwar eine unglaubwürdige Prämisse mit diesen Reißern, aber so wie die Geschichte erzählt ist, ist sie eigentlich realistisch durchdekliniert, auch die Figuren. Da kann keiner irgendwas, was ein normaler Mensch nicht kann. Und insofern dachte ich, dass so ein Semi-Realismus, wo die Proportionen zumindest einigermaßen realistisch sind und die Figuren aber schon als Charaktere ein bisschen überhöht sind, dass das besser funktioniert zusammen. Und da hat der Tommy sich auch dann, Gott sei Dank, oder das ist jetzt halt so, dem angenähert dann. Also es war schon ein längerer Prozess, bis dieser Stil dann eigentlich so stand, vor allem die Figuren. Also an eigenen Regeln, die da aber auch konsequent durchgezogen werden und auch irgendwie mit dem Realismus schaden, an dem du sprichst. Vielleicht noch mal den Abschweif zur Designfrage. Als dann diese Designs quasi da waren und ihr habt euch dann auf das Ziel geeinigt, auf die Darstellung der Figuren, die Proportionen, die du angesprochen hast, das war auch so ein Einigungsprozess. Oder hattest du konkrete Vorschläge, die du dann weitergegeben hast? Wie war das gewesen? Mit den Figuren vielleicht insbesondere? Nee, wir haben zum Beispiel einige Figuren, die sind so
echten Menschen entlehnt. Zum Beispiel jetzt der Tanaka, der ist, wie heißt der Schauspieler? Der sieht jetzt nicht genauso aus, aber ich hatte beim Schreiben, da kommt so ein japanischer Kampftrainer vor, was ja auch so ein Klischee ist, was man ganz schnell irgendwie immer schon aufgesehen hat. So. Und ich wollte eigentlich so einen Typen, der aussieht wie ein Hausmeister mit so einer Felsplatte als Gesicht. Okay, sehr gut. Weil er so Betonkopf ist, der so völlig single-minded quasi auf Überleben und Training und Schielerei ist, jedenfalls am Anfang. Und das war dann so ein, gibt's einen Schauspieler, der heißt Beat Takeshi, der ist mittlerweile eigentlich zu alt für diese Rolle, aber wie er früher ausgesehen hat, der hat so ein pockennarbiges, quadratisches Gesicht und hatte dann auch mal einen Schlaganfall und so, oder noch komischeres Gesicht. Und den fand ich so, als beim Schreiben war das so der Typ, den ich da so im Kopf hatte. Und das habe ich dem Tommy halt erzählt und dann hat er mir halt so ein bisschen in diese Richtung angelehnt. Also das sind dann schon so Inspirationen. Es hilft natürlich als Team, wenn man so Schauspieler als Beispiel nehmen kann. Nicht, dass er dann genauso aussehen muss, sondern das ist ein bisschen ein Typ wie der und der. Kürzt das einfach diese Suche nach der richtigen. Klar, Schauspiel. Super. Genau. Aber ansonsten habe ich mich eigentlich ausgetobt und wir haben halt die Designs besprochen und kamen Einwände oder nicht. Und dann haben wir uns da halt gemeinsam angenähert im Grunde genommen. Macht ja auch keinen Sinn, wenn ich dann irgendwie Figuren zeichne, die dem Benjamin jetzt da nicht so gefallen oder er den Charakter anders gesehen hat. Das muss schon passen, ja. Wir hatten es jetzt schon zwei, dreimal ein bisschen erste Ansatz. Du hast die Animationsserie jetzt auch erwähnt. Jungs, jetzt mal Hand aufs Herz, wann kommt die Netflix-Serie? Ja, das ist jetzt noch nicht so wirklich spruchreif, aber es tut sich was. Okay, aber schön. Schön zu hören, dass ihr uns auch was anzuhören könnt. Ich will erst jetzt auch mal die Möglichkeit euch auch mal geben. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die gerne stellen. Ich würde auch ein Mikro reinreichen, mal gucken, ob es vielleicht auch ohne funktioniert. Gibt es denn schon Fragen zum jetzigen Zeitpunkt? Bitte? Habt ihr die Serie genau konzipiert, wann sie zu Ende ist? Also wie viele Wände ihr noch habt? Oder ist es eher Open End und ihr schaut, was geht? Nee, das ist tatsächlich von Anfang an, weil ich das Glück hatte, die am Stück schreiben zu können. Also nicht nur den ersten Band und dann mal gucken, wie es weitergeht, sondern es ist als eine durchgängige Geschichte konzipiert und es sind insgesamt 5 Bände. Und jetzt haben wir 4/5 geschafft und jetzt ist das, kommt das Finale. Was viel Arbeit macht, das Finale. Ich bin auch zu spät, also von daher hast du das vielleicht vorhin schon erzählt. Du hast die gesamte Geschichte geschrieben, aber du hast dann das Tempo ein bisschen festgelegt. Und das legt dann ja auch fest, wie viel Zeit zum Beispiel ist zu reden. Also ist es mit Dialogen, schreibst du die auch vorweg? Weil wenn viel reden, dann muss das eine lange Szene sein oder entsteht das dann? Ja, das ist ganz genau vorgegeben. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie ein Drehbuch aussieht, aber ein Drehbuch ist eigentlich so geschnitten, halt eine Szene, Szene 1 und dann kommt halt beschrieben ganz knapp, nur dass es halt genau verstanden werden kann, aber kein Wort zu viel ist eigentlich, was passiert. Die Location, welche Figuren kommen vor, was machen die und was sagen die. Und dadurch ist eigentlich, das ist so die Blaupause, von der Tommy dann ausgeht und es gibt natürlich auch vor, wie lange eine Dialogszene ist. Also wenn ich jetzt, man kann so grob sagen, eine Skriptseite ist ungefähr 2 Comicseiten, bei uns zumindest, je nachdem, wie viele Bilder man auf die Seiten packt. Und wenn da jetzt im Skript einfach eine 3-seitige Dialogszene ist, dann ist klar, das wird im Comic eine lange 6-seitige Dialogszene so ungefähr. Also das ergibt sich dann schon so. Weitere Fragen? Okay, 2 hätte ich dann nämlich auch noch. Wir haben jetzt hier auch die Vorzugsausgabe des vierten Bandes mit dem Titel Zorn vor uns liegen. Was ist da an dem so bevorzugt und warum macht diese Vorzugsausgabe? Oder der Verlag vielleicht? Ja, also entstanden ist es so ein bisschen aus dieser Not heraus, dass in Frankreich eben 80 Seiten länger dauern als 40 Seiten und die Leute immer schneller auch irgendwie das neue Buch haben wollten und auch der Verleger auch in Vorleistung geht und uns bezahlt und auch ein bisschen früher den Rücklauf haben wollte. Und dadurch haben wir das dann so geteilt und nur 40 Seiten Comic haben wir uns gedacht, ist vielleicht ein bisschen wenig, machen wir so einen Bonusteil. Das war am Anfang ein bisschen blauäugig, weil 20 Seiten Bonus ist gar nicht so leicht, das immer zu füllen irgendwie. Aber das haben wir eigentlich ganz gut durchgezogen und es kommt eigentlich auch ganz gut an. Und wenn die Serie fertig ist, haben wir 200 Seiten Bonus insgesamt produziert. Also wow. In dieser Bände sind 40 Seiten Bonus, im Französischen dann 220 eben nur. Also das ist schon richtig viel Zeug. Ja, wow. Man weiß mal gar nicht mehr so recht, was man da reintun soll. Und deswegen haben wir es eigentlich so gemacht, dass wir Sachen, die wir immer wiederholen, weil es sich halt mit neuem Artwork darstellen lässt, zum Beispiel vom Storyboard zur fertigen Seite in verschiedenen Schritten.
Und ansonsten, wenn der Tommy irgendwie Artwork sonst noch produziert, was sich toll zeigen lässt, was im Comic nicht ist, dann kommt das auch mit rein. Ja, und dann in dem Laufe der Zeit, wo ich dann auch mal zum Signieren nach Frankreich gefahren bin, da treffe ich auch immer andere Zeichner. Und wir haben dann auch irgendwie das Glück jetzt auch, oder ich auch, dass ich die Leute treffe und auch ansprechen kann. Und da hat sich jetzt so eine, auch, so eine Galerie gebildet, wo dann auch in jedem Bonuspart dann eben super Zeichner eine Zeichnung in ihrem Stil quasi von unseren Charakteren machen, netterweise. Also bei den Gleichungen auch durch die Fotosausgabe blättern, ja, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Die ganze Arbeit muss man regulieren. Ja, absolut. Und eine Frage noch zum Schluss von mir, weil es mich persönlich immer sehr interessiert und ich da so verschiedene Tendenzen sehe. Und zwar geht es mir um die Frage digitale Comics. Ihr seid jetzt als Album konzipiert und das sind viele Details drin, das sind Großseiten, die unter Umständen ja auf kleinen Displays gar nicht funktionieren. Wie steht ihr zur digitalen Distribution von Comics? Ist es für euch interessant? Gibt es da vielleicht was, was ich gar nicht auf dem Schirm habe? Wie sieht es da aus? Also es gab schon von dem ersten und zweiten Band eine digitale Version, die der Schweizer, also der Paketverlag gemacht hat, die war auch sehr schön. Das war auch nicht einfach nur ein PDF, wo man dann elektronisch sich die Bilder anguckt, sondern das war, da musste man immer so ein, hat man immer nur ein Bild gesehen. Man musste dann, das war auch in 3D, das war in einzelnen Ebenen unterteilt, was bei digital produzierten Comics halt ganz gut geht. Es hatte immer eine Räumlichkeit und dann konnte man so die Sprechblase einblenden und weiter. Das war eigentlich ganz schön gemacht. Ja, die wollten einen Motion Comic im Grunde genommen ausmachen, was dann eventuell auch mit Musik unterlegt ist und so. Aber das ist von der Produktion dann einfach nochmal so aufwendig, wäre das auch gewesen, irgendwie, dass sie das irgendwie nicht weiter verfolgt haben, leider. Also es gibt da immer viel Ansätze und viel Gerede, aber so richtig durchgeschlagen hat das, glaube ich, noch nicht, jedenfalls auch nicht bei uns. Und es ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Generationsfrage, wenn man mit Büchern aufgewachsen ist und das, dieses haptische mag und so weiter, dann wird man das auch nicht so schnell los und dann ist das andere eigentlich etwas, wo man schnell mal einen Eindruck gewinnt. Aber so dieses, also wenn ich mir einen Comic kaufe von einem Künstler, den ich gerne mag und wo ich mich drauf freue, dann ist es doch noch was anderes, dieses Album in der Hand zu halten, als am iPad das so durchzuflippen. Was dann, glaube ich, immer schneller auch gemacht wird. Man hat so dieses Wischkastensystem irgendwie im Telefon. Ja, es ist einfach nicht dafür gemacht. Also ja, wenn du jetzt das mit Warman Saga zum Beispiel vergleichst, dann der hat das ja direkt dafür gemacht und man kann das so durchflippen und das hat super gewirkt, also toll. Und bei uns hätte man das im Nachhinein irgendwie aufwendig machen müssen und das wäre dann nochmal mehr Arbeit gewesen und da hat dann der Verlag das Interesse verloren, so ein bisschen daran. Aber letzten Endes, alles, was funktioniert und was die Leute annehmen, ist halt, hat halt seine Berechtigung. Und wir sind einfach jetzt noch hoffentlich im Print, aber wir würden jetzt auch nicht total mehr dagegen. Ein Nachteil von diesen Digitalisierungen von Werken ist natürlich über die Raubkopiererei sehr viel einfacher. Das mag einen dann treffen oder nicht, aber wenn es erstmal in der Datenform da ist, kann man es auch relativ schnell halt irgendwie. Es gibt schon Seiten im Internet, die unsere Comics als PDF-Downloads anbieten, obwohl sie das nicht dürfen und müssen das aber dann wenigstens einscannen erstmal. Das ist eine Menge Arbeit, das ist nochmal eine Hürde. Ja. Aber wenn man das selber ins Netz stellt, dann ist natürlich der Raubkopiererei da irgendwie Tür und Tor geöffnet. Sollte es keine Frage mehr aus dem Publikum geben? Ich hätte gerade noch was anhalten. Ich habe vor einigen Jahren, ich will jetzt nicht rechnen, als ihr Chroniken 2 raus habt, du meinst mit den Chroniken? Genau, das wird das Heller, das wird das ist auch. Und das Ende ist absehbar. Das ist dann eine Frage jetzt wiederum. Habt ihr was Neues in der Hinterkopf? Ich meine, ihr seid ein eingespieltes Team und ich war im Februar in Brüssel, das seid ihr auch ein riesengroß in dem Comicladen, gibt es extra Aktionsstände. Also das jetzt so bei mir hat sich jetzt durch diesen Comic auch ganz viel Jobmöglichkeiten ergeben in der Filmbranche, wo ich wirklich leider sehr viele tolle Sachen absagen musste. Und ich bin jetzt mal froh, wenn das mal abgeschlossen ist und ich eventuell dann mal richtig Geld verdienen kann. Und, aber auf der anderen Seite, der Benjamin hat schon wieder eine neue Geschichte auch geschrieben, oder noch nicht geschrieben, aber eine Idee für eine neue Geschichte und die finde ich schon wieder wahnsinnig spannend. Es haben sich auch andere Szenaristen aus Frankreich auch bei mir gemeldet, die mit mir zusammenarbeiten wollen, was vielleicht auch ein Schritt mal wäre, wenn man schon mit einem Star
Szenaristen aus Frankreich sich dann noch andere Türen öffnen kann. Aber ich will das ja jetzt noch überhaupt nicht entscheiden. Ich schiebe das so vor mir her und werde das dann mal, also ich persönlich, und werde das dann mal entscheiden, wenn jetzt der fünfte Band raus ist. Vielleicht ergibt sich ja mit Gang Ho auch noch irgendwie, was wir vorhin schon gesagt haben, noch was anderes. Das wäre dann auch spannend, da sich drum zu kümmern. Ja. Ja, also ich möchte schon auch weiterschreiben und bin jetzt auch gerade dabei, eine neue Serie zu entwickeln. Bin ich aber gerade noch am Anfang. Und es gibt auch Interesse von Verlagen, oder es ist ja auch schon, Berlin ist jetzt schon eigentlich eingetütet. Aber das ist doch jetzt noch nicht so spruchreif, dass man da jetzt, ich habe auch keinen Zeichner dafür und so, das muss sich noch entwickeln alles. Aber ich glaube schon, dass da wieder was kommt von uns. Wann und wie, was genau, wissen wir noch nicht. Aber ich hätte Spaß dran. Wir freuen uns, egal was da kommen mag. Vielen Dank fürs Anteasen. Und dann natürlich ganz zum Schluss noch die obligatorische Runde der Frage nach Empfehlungen. Ihr lest wahrscheinlich gelegentlich auch mal einen Comic und da ist bestimmt auch der ein oder andere Gute dabei gewesen. Vielleicht habt ihr eine Empfehlung, was ihr zuletzt an gutem Zeug gelesen habt. Ja gut, ich habe jetzt das Monster gelesen, was ich halt, da bin ich immer noch dabei. Ich komme recht gut. Du meinst du nicht, mag ich Monster. Okay, ja. Genau. Genau, das finde ich ganz, ganz gut und ansonsten komme ich zurzeit wirklich nicht so viel zum Lesen. Ich finde, man kann ganz oft den Zeichner empfehlen oder die Story. Es ist relativ selten, dass beides ganz toll zusammenkommt. Insofern, was soll ich denn sagen? Also, was ich zum Beispiel gerne mag, das ist ein relativ harter Stoff, ist Punisher, aber nur von Goran Pavlov gezeichnet. Den finde ich ganz toll. Ansonsten auf dem französischen Markt finde ich ganz toll den One Home, der hat diesen Lucky Luke auch gemacht als Einzelserie, aber von dem gibt es eine Serie zusammen mit Fabien Fehlmann, das heißt der Marquis von Anahorn, das ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, es gibt 5 Bände, da finde ich, das ist auch so ein Team, die wahnsinnig gut zusammenpassen. Das ist ein französischer Zeichner, der einen ganz tollen Strich hat, ganz tolle Charaktere, gut erzählt und aber es gibt so viel gutes Zeug, das sind immer so Listen, die ändern sich auch ständig. Ja, so war es. Ja, dann vielen Dank für die Empfehlung. Thomas, Benjamin, wirklich vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und die Zeit, die ihr euch genommen habt, den Buch zu sprechen und auch die Frage des Publikums zu beantworten. Viel Erfolg mit dem aktuellen Waffengang hoch und auch dem fünften, der noch kommt. Und nochmal Dankeschön. Vielen Dank. Danke.